In Teil B soll man jetzt beweisen, dass diese Abschlusseigenschaft nicht für kontextfreie Sprachen gibt. Wir sollen also zwei Sprachen L1 und L2 finden, die selber kontextfrei sind, aber deren perfekter Shuffle, den ich dann mal mit L bezeichnen werde, nicht kontextfrei ist. Aus der Übung kennen wir ja schon die Sprache a hoch 2n, ab hoch n, b hoch 2n. Und haben uns da überlegt, dass diese Sprache nicht kontextfrei ist. Also probieren wir mal, dass wir L1 und L2 so bestimmen, dass da gerade diese Sprache hier als perfekte Shuffle rauskommt. Wir müssen also gewissermaßen jetzt den perfekten Shuffle reverse engineeren und irgendwie rauskriegen, wie die ursprünglichen Sprachen da aussahen. Schauen wir uns erstmal ein Beispiel an. Für n gleich 1 erhalten wir zum Beispiel das Wort AA, AB, BB. Ja, und der perfekte Shuffle erst in L1 eben dieses A hier, und der dritte Buchstabe ist dieses A und dieses B, also AAB. Und in L2 wäre dieses A, dieses B und dieses B, also das Wort ABB. N gleich 2. Für n gleich 2 erhalten wir das Wort a a a a, a b a b, b b b b. Ja, und L1 ist dieses a, a a a, b b. Also das Wort A, 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 B, B und in L2 A, A, B, 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 B. Also A, A, B, 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 B. Und jetzt sieht man vielleicht schon das Muster hier so einigermaßen. Wir haben hier doppelt so viele A's wie B's und in L2 eben doppelt so viele B's gegenüber der Anzahl der A's. Also unser L1 ist dann die Sprache A hoch 2n, B hoch n mit n aus n. Und L2 die Sprache A hoch n, B hoch 2n mit n aus n. Dann ist L gerade der perfekte Shuffle aus L1 und L2. Und aus der Übung wissen wir schon, L ist nicht kontextfrei. Ja, muss man sich jetzt nur noch überlegen, dass L1 und L2 kontextfrei sind. Naja, in der Übung hatte ich gesagt, wir können da ein bisschen intuitiv argumentieren, dass man hier so ein Matching machen muss, einmal die Anzahl der A's mit der Anzahl der B's vergleichen, und das können kontextfreie Sprachen. Wenn man es ein bisschen formaler will, dann würde man halt nochmal schnell eine kontextfreie Grammatik dafür angeben. Schauen wir uns zur Übung nochmal an, wie so eine kontextfreie Grammatik für L1 aussieht. Die für L2 ist ja im Prinzip ganz analog. Ja, zunächst mal ist hier sicherlich das leere Wort drin. Das heißt, so eine Produktion S1 vom Start-Nicht-Terminal nach Epsilon ist schon mal sinnvoll. Für n gleich 1 haben wir das Wort AAB. Also lassen wir uns das auch mal so erzeugen. Und für n größer 1 werden die Wörter natürlich entsprechend immer länger. Also gehen wir mal in AAXB über, wobei das Nicht-Terminal X jetzt produziert, wobei das Nicht-Terminal X jetzt auf AAB geht zum Abschluss oder eben weiter aufsplittet zu AAXB.
Ja, und auf diese Weise werden immer doppelt so viele A's wie B's erzeugt. Und damit wird auf jeden Fall diese Sprache L1 schon mal erzeugt. Das ist die Frage, ist die kontextfrei, diese Grammatik? Naja, die Bedingung dafür war, dass links immer ein Nicht-Terminal steht. Das ist hier der Fall. S1 ist ein Nicht-Terminal, S1 ist ein Nicht-Terminal, S1 hier ist ein Nicht-Terminal und hier X und X ist auch jeweils ein Nicht-Terminal, das passt. Und die rechte Seite soll nicht leer sein, mit Ausnahme dieser Produktion S1 nach Epsilon. Die hier ist nicht leer, die ist nicht leer, die ist nicht leer, die ist auch nicht leer. Also ist das eine kontextfreie Grammatik und damit ist L1 kontextfrei.